Hier sollen bald wieder Schüler Platz nehmen können. Bund und Länder haben sich nach einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Papier darauf geeinigt, Schulen schrittweise für alle Schüler zu öffnen, ebenso wie alle Geschäfte. Auch der Profifußball in der ersten und zweiten Liga sowie der Breitensport unter freiem Himmel sollen unter Auflagen wieder erlaubt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wollen weitgehende Lockerungen der wegen der Corona-Krise verhängten Beschränkungen des öffentlichen Lebens in einer Videokonferenz im Laufe des Mittwochs beschließen. Im Falle wieder steigender Neuinfektionen soll eine Rückkehrklausel greifen.